Endlich wieder Metroid! Bei der Tür sind wir. Ach, die Tür! Wir können rennen. Das macht okay. Es hat sich einiges ergeben, seitdem wir das letzte gefunden haben. Merkst du, dass die Auflösung krasser ist? Anders? Nein. Es ist hochgezogen, weil es Wii U ist. Hochgezogen auf, von was auf was? Von klein auf groß. Oh, ich bin parasitisch befallen. Du musst schon abspringen. Nächste unschaffbare Stelle. Wozu ist das da? Was will das Spiel von uns? Die sind auch richtig feige. Die Viecher? Ja. Oder klug. Ich meine, bedenke deren Motivation. Wie ist die denn? Töten. Ohne getötet zu werden. Guck mal, wo sind wir denn jetzt? In Seaworld. Vielleicht ist es doch ein ganz gutes Spiel. Ich weiß es nicht. Du rennst da aber auch rein? Du musst, bleib doch stehen, Mann. Es ist... Mit dir möchte ich niemals im Weltraum verschollen sein, erinnere mich. Wieso bist du denn da nicht durchgegangen? Energy Tank. Bin ich doch. Nein, da wo du... Nein, da brauche ich keine Missiles, da brauche ich einen schnellen Laufen, Mann. Woher weißt du das? Ja, nehme ich an. Aha, guck. So macht man das hier. Im Weltall. Ich wurde verfolgt. Ja, weg. Lass dich doch nicht verfolgen. Guck mal auf die Karte. Wenig hilfreich. Wir sind hier beide. Das heißt, wir zusammen können wir unsere Gehirne benutzen. Es ist ein Töte ihn. Ja, es ist das. Ich töte ihn. Bei dem Spiel nerven mich die Sprung- und die Schießpassage. Und deswegen mag ich das auch so ungern spielen. Ah, ich habe ihn runtergebumst. Und jetzt bereiten wir uns vor. Auf das Maul. Nein, du musst doch zum Maul. Ich dachte, hier wäre das Maul. Schnell wieder zurück, dahin, wo es nicht so gut ist. Zum Maul. Zum lieben netten Maul. Das Maul bringt nichts. Ja, aber ganz ehrlich, Spieldesign ist kacke. Wir müssen einfach mal das ausprobieren, ne? Ja, aber guck dir das mal an, das ist so lächerlich. Da, Mr. Spockman. Mr. Spock? Man. Baxter Stockman? Ja. Wer ist denn das? Das ist ein Gegner von den Turtles. So ein Wissenschaftler, der sich auszusehen zu einer Fliege. Egal. Was ist da oben, die grüne Kacke? Das ist nur so Laborausstattung. Grüne Kacke als Laborausstattung. Ja, mich ärgert das Spiel auch, muss ich sagen. Das ist vielleicht toll. Wer ist das? Das ist Craig. Daniel Craig. Nein, Craig, das ist einer der Endgegner. Das ist doch ein Tötungsraum. Das ist der hässlich. Der ist massiv hässlich. Du bist total dusselig, weil du in einer Tour und ohne Sinn und Verstand einfach draufgeschossen hast. Ja, aber schießt er mit seinem Körper? Die genetische Struktur des Parasiten enthält Elemente des RV7-Lebensform. Genau. Und damit herzlich willkommen zurück bei Mother Brain. Sie ist der Mother Brain Anführer der Weltraumpiraten und nicht Anführerin der Weltraumpiraten. Ist das nicht eine Frau? Vielleicht heißt die Mother mit Vornamen. Der. Der. Irgendwie ist der ganze Controller abgefuckt. Ich kann nur mit X schießen, war das immer schon so? Mit denen habe ich doch schon mal Krieg geführt hier. Haben wir schon das Duell mit dem Spawn hinter uns? Ich bin gleich tot. Guck mal, der sieht so aus. Ja, natürlich, das war die grüne Kastanie. Ach, du weißt, wo wir hin müssen? Nee. Ja, wir haben einen Spieleberater. So, das ist eigentlich die Hauptinformation. Du hast die Steuerung nicht raus. Gar nicht. Und ich weiß auch, woran das liegt. Weil die schlecht ist. Deswegen das Spiel so wenig Spaß macht. Aha. Es hupt. Auf allen Kanälen. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Co-Pilot hier. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wo wir sind. Hast du dann wieder ausgeschlafen? Ausgeschlafen? Mhm. Samus oder ich persönlich? Hör mal auf, da Baxter Stockman zu töten. Muss ich, sonst tötet er mich. Da waren wir doch noch nicht, oder? Doch, ja. Wir waren doch schon bei dem dicken Crate. Das ist der von Malcolm mittendrin. Nein, das ist nicht der von Malcolm drin. Also vielleicht doch. In dem Vorspann, meinst du? Hier ist doch schon wieder irgendwas
bin gleich tot. Hör doch auf zu schießen, bevor du was siehst. Ist das der? Nein. Das war Crait. Da ist jetzt schon der dicke Crait. Ich hau lieber nochmal ab. Irgendwo ist doch... Du bist immer noch kein Co-Pilot. Ich weiß ja immer noch nicht, wo wir sind. Irgendwo hier oben war doch was. Oh, oh, ich hab schon wieder alle Raketen verschossen. Scheiße. Scheiße, ich hab keine Raketen mehr. Du musst mal ein bisschen besser dich bewegen. Also wenn ich Crait wäre, würde ich meinem kleinen Bruder keine Superraketen in den Bauch stopfen. Crait, der dornige Mutant. Ich weiß, wo wir sind. Ja, das steht wahrscheinlich einfach nur, schieß ihm ganz doll ins Gesicht. Alter, Crait ist ein scheiß Wächter-Insektizid der Zyklus-3-Klasse. Hier steht auch unter einem Bild, mit Supermissiles, die ins Maul gefeuert werden, kann Crait besiegt werden. Ja. Dann mach das doch bitte. Du musst auf den Plattformen operieren, ne? Den hatten wir auch schon, der tote Pilot hier. Ist das Crait? Das ist nicht Crait. Du bist dir sicher, dass wir hier waren? Du? Ja. Du wirst es gleich sehen, gleich kommt nämlich der Dicke. Ja, aber ich habe ihn, den Dicken hier schon auf dem Foto gesehen, der kommt mir nicht mal andersweise bekannt vor. Ich war nicht dabei, als du das hast du alleine weitergespielt, du. Ja, aber ich hab nur noch eine. Das war die. Jetzt habe ich keine mehr. Das ist ja ganz gut gelaufen bisher. Sind das deine Finger oder was fliegt da rum? Denk dran, von den Plattformen aus zu operieren. Da, Mund. Zu spät, viel zu spät. Ungefähr 3 Minuten zu spät. Alter, die fliegen im Boomerang-Style. Ein neuer YouTube-Hit. Verstehst du? Ja, Gangnam-Style. Ja, genau. Das lief vorhin original auf NDR 2. Das lief. Im Radio. Während der Bundesliga-Show. Das kann man doch nicht als seriöser Radiosender spielen. Er ist zu dick, er kommt da gar nicht vorbei an der Plattform. Warum machst du denn deinen Maul nicht auf, Kollege? Er kann ja doch daran vorbeilaufen, der dicke Mann. Wie macht er das? Guck dir doch mal an, er öffnet nie sein Gesicht. Sir, bitte öffnen Sie Ihr Gesicht. Game over. Ab in die... Kaum haben wir so einen Spieleführer, geht nichts mehr. Ja, danke, Leck. Vielen Dank. Wir sind übrigens bisher sehr pfleglich damit umgegangen. Ja. Es geht ihm gut, kein Bier ist drauf. Hier ist ein größerer Riss, den ich gesehen habe, der war, glaube ich, vorher. Ja, ich habe auch oder so. Oder es war Biber. Ich habe so einen Vorab-Check gemacht. Einen Vorabriss reingemacht. Nee, ich habe alle Fehler aufgeschrieben, also alle Damage-Schäden, wie bei so einer Autoversicherung. Das glaube ich dir nicht. Da könntest du recht haben. Also, das wärst du gut beraten, ne? Wenn du mir nicht glauben würdest. Wie komme ich diesem Mist hier bei? Mit besser getimten Sprüngen. Nein, aber guck doch mal, wie gemein. Dann musst du dich auch zur Kugel machen zwischendrin. Nein, Kugel bringt nichts, das ist viel zu... Guck dir das doch mal an. Diese Passage steht leider nicht in Lecks Aufzeichnung. Hat Leck das selber geschrieben? Davon gehe ich stark aus. Und das ist sein Bruder? Na, vielleicht nicht sein Bruder. Wahrscheinlich dann verschiedene Elternteile, würde ich sagen. Ach, guck mal hier. Das hättest du mir auch mal mit deinem Guide sagen können. Das steht hier ja nicht drin. Ja, das steht in dem... Da sind doch diese Karten. Was weiß denn ich? Nein, ich meine, ich hätte nicht die ganze Zeit hier dem Käsemann da auf den Fuß stampfen weiß müssen. Weiß ich, hab ich so verstanden. Achso. Soll ich jetzt nochmal hier Craigs Bruder grinden, um noch volle Supermissiles zu kriegen? Ja, so steht es hier auch drin. Ja? Bitte nochmal Gregs Bruder grind, um volle Supermissiles zu kriegen. Du musst auf den Plattformen operieren. Aber warum verschießt du denn vorher immer die scheißen Supermissiles? Weil ich die Tür sonst nicht geöffnet kriege. Du kannst den doch mit den normalen Schuss. Nein! Das ist ein Auge. Böses Auge. Das Auge geht doch bestimmt so, auf. So, dieses Video ist vorbei. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen. Achso, ich wollte ja. Du wolltest telefonieren. Hallo. Na? Ja, Tim und ich sind jetzt hier und wir spielen, aber aufgrund von extrem technischen Problemen hat es sich sehr lange verzögert und eigentlich wollten wir jetzt hinterher noch irgendwie ein Bier trinken gehen. Ja, ich hätte halt bei hier zu Hause in Amtsbüttel, dass wir hier so eine coole Kneipe um die Ecke. Aber das ist dann für dich wieder ein bisschen blöd. Naja, ruf einfach später nochmal. Das ist für mich auch blöd. Dann nimmst du auch keine Rücksicht drauf. Okay. So, geht weiter hier. Wie geht denn das? Nimmt er die ganze Zeit auf? Ja. Oh, er ist böse. Er ist böse? Was heißt das? Dass er den Mund öffnet. Das ist doch gut. Ja. Das war's schon? Ja, ich sagte, du brauchst Das ist ja ganz pups einfach. Wir haben eine Varia-Suit, damit können wir jetzt in den Feuermagma-Höhlen von Magmoor uns unterhalten mit einem Einwohner dieses Landes. Also tief unter der Oberfläche von Cebes liegt das schwer auffindbare Areal. Du bist echt ein super Co-Pilot, habe ich dir ja schon gesagt. Ja.
Glühende Gesteinsmassen. Okay, was kannst du mir über dieses neue Gebiet sagen? Du bist ja noch gar nicht da drin. Wie komme ich denn da hin? Weiß ich nicht, steht hier. Komm, der Bruder ist hier. Ja, das ist richtig pisst. Von unserer jetzigen Zeit aus gesehen, kürzlich wurde ein Video hochgeladen, wo es unter anderem darum geht, wer der Lieblingsbruder der Zuseher ist. Und unser treuer Fan Lili Oriana hat gesagt, sie hat einen, sagt aber nicht wer. Ja. Ich möchte, dass sie es sagt. Ich gehe davon aus, dass du das bist, und zwar einfach aus dem Grund, weil du auch mein Lieblingsbruder bist. Oh. Sind ja schon mal drei. Guck mal, der ist gekreuzt. Ausgeixt. Craig. Von der Landkarte verschwunden. Craig ist nicht mehr. Ich hab doch vorhin schon Melke mit. Ja, hast du. Der ist ja im Schlacht verschwunden. Das lasse ich mir nicht bieten. Ganz ohne Energieführer. Der Energieführer. Macht mächtig Dampf. Sowas steht hier nicht drin. Das glaube ich, dass das da nicht steht. Es gibt eine Annex nachher mit Karten. Was gibt es? Eine was? Ein Anhang. Annex? Hier. Krateria ist da und Brinstar. Das sind die geile Regeln. Alles, was man braucht. Vielleicht gar nicht. Doch, da sind nämlich Missiles und Supermissiles und Powerbomben, alles eingezeichnet. Da gucke ich doch jetzt nicht. Das, also ich bitte dich. Soll ich jetzt direkt nach Norfair gehen oder erst gucken, ob wir noch in Madeira eine Blume finden? Eine Blume? Was? Wollen wir Donkey Kong spielen? Da waren wir doch noch nicht. Doch. Da hinten ist doch der Quarkpalast. Der Quarkpalast? Geh zurück, da ist der Quarkpalast. Oh nein, hier kommt der hapsige Mann. Der hat Hunger. Guck doch! Guck! Guck! Warum? Nur um mir das zu beweisen, was soll das denn? Weiß ich auch nicht, aber ich hab Angst! Aber wann spielen wir eigentlich Yoshi's Story? Da freue ich mich schon sehr. Guck mal, wie zum Beispiel komme ich hier hin? Das ist eine Frage an meinen Co-Piloten. Weiß ich nicht. Du bist gar nichts, nichts gut! Und wir essen Chips von der Firma Chips Frisch von Funny Frisch. So schön kein Knabbern sein. Wir machen keine Werbung. Die schmecken mir einfach gut. Und da jetzt ist Quarktopia. Quarktopia? Weißt du, wie habe ich das eben genannt? Quark-City? Warum? Das sieht aus wie ein Frosch. Wir so eine Kröte mit drei Augen. Was siehst du denn da drin? Da oben sind die drei Augen auch so stellt, so Stielaugen. Und darunter ist der Körper. Der grüne Froschkörper oder Krötenkörper. Du meinst diese schwebende Plattform? Ja. Erkenne ich nicht. Was siehst du denn da drin? Eine Plattform. Und ach, Quark wegen des Geräusches des Frosches. Ja. Ich dachte, der Speisequark. Nein. Quark City. Wer würde denn da leben wollen? Prinz Poldi. Oh, da sind wir. Das war aber Zufall. Das hat nichts mit dem Spieleberater zu tun. Der hilft nicht. Bums! Guck mal, sowas steht ja auch nicht drin. Ich hätte gern so eine 1, also Schritt für Schritt erklärt. Entlang ihres Weges kann sie als erstes neue Missiles finden. Oder Missile. Wo denn? Entlang ihres Weges. Ich bin so solche Informationen habe ich. Ich kann kein Mikropilot mehr. Da, Missiles. Siehst du, Missiles. Da sind sie. Und die wollen wir haben, oder was? Na, sicher. Wir wollen alles, was töten kann. Boah. Hier ist die Lava am Blubbern. Was ist das, eine Eulenkrabbe? Oder was ist das für ein Tier? Das ist ein Igel. Und der Nein, der oben, Fliegende. Der da oben, der ist doch bestimmt... Bist du sicher, dass der böse ist? Ja, und in der Lava drin. In der Lava? Ja, guck doch, ist in der Lava. Honk hat recht. In der Lava sind Raketen versteckt. Entlang des Weges, ist ja klar. Ja. Was ist denn das für eine Kacke? Ich bin fast tot. Und ist jetzt die Lava weg oder ist das jetzt nur für die Anzeige so? Die Anzeige bestimmt. Vielleicht habe ich jetzt auch alles erkalten lassen. Sieht nicht so aus. Meine Herren, das war aber eine aufwendige Missile. Jetzt kommen hier auch immer noch die Eulenkrabben. Oh, 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 oh. Oh, es hört auf. Oh, ich bin trotzdem doof. Obwohl es aufhört. Er spuckt ein Seepferdchen! Alter, du bist echt fast tot. Du stellst dich auch wahnsinnig dämlich an. Ich habe das mit Absicht gemacht, weil ich gehofft habe, dass es mir mehr bringt, als es mich kostet. Das war gelogen, also geirrt, oder? Hallo, wir sind die Beleuchteten Brüder, wir spielen Samus B. Ja? A? Warum gibt es überhaupt zwei? Das ist nicht ich. Hier waren Leute in meiner Wohnung.
Also, wir haben dieses Spiel mal gekauft. Von einem betrunkenen Internet-Junkie. Ach so, wir haben ein Video ja gelöscht. Es ist eine Sache passiert, wir sind durch diesen Blubberraum gegangen. Mit diesen ganzen Blasen. Und das war das lustigste Video, wenn wir das veröffentlicht hätten, wären wir schon berühmt halten wie Helmut Kohl. Aber es ist nicht unser Ding gewesen, berühmt zu werden. Deswegen wurde dieses Video von mir aus Versehen gelöscht. Hier, so war das aus, blubber, blubber. Ich habe aus Versehen das gleiche Video zweimal gerendert, also den gleichen Abschnitt des Gesamtvideos. Und das unter zwei verschiedenen Namen und danach die Ursprungsdatei gelöscht. Oh, das ist ja scheiße. Okay, egal. Kann passieren. Da ist der Blubber. Vielleicht. Ja, hier ist die Missiles. Guck. Ja, da sind wir. Wenn du das gesehen hättest, hättest du mir das auch sagen können. Wir sind immer noch gepowersponsert von unserem guten Freund Lecro Guyen. Nell heißt er doch. Nein, Nell ist gibt's gar nicht mehr. Neck, nee, wie heißt er? Leck. Leck, hallo Leck. Ja, Leck ist einer der besseren Menschen auf der Welt. Samus Aran ist sehr nachdenklich geworden. Scheiße, sind wir schon nachdenklich? Sie fragt sich eindringlich, sollte es noch einen weiteren Ausrüstungsgegenstand geben, der dieses Geheimnis lüftet? Und sie hat recht mit dieser Vermutung. Die Lösung, das ist doch keine Vermutung, sie fragt, ob das so ist. Egal. Oder also, ich glaube, du musst auf diese ganzen Texte keinen Arsch geben. Nichts eingezeichnet. Und was ist hier? Ganz hier. Ich bin jetzt durch diese Tür gegangen, da ist überhaupt keine Karte mehr. Nee. Toll, Leck. Super. Also ich hoffe, wenn das mal verfilmt wird, dass sie von Sabine Lisicki gespielt wird. Könntest du mal bitte vernünftiger töten? Hier ist nichts. Wozu war das Vieh denn da? Was hat es bewacht? Weiß nicht, aber warum ist das auf der Karte nicht eingezeichnet? Also jetzt weißt du, wo ich bin, ja? Ich weiß, wo du bist. Geil. Ich bin der Pfadfinder, der die Pferde findet. Hier, Rockspektakel. Ja. Hast du gesehen, wer da so spielt? Nee. Richtig geil. Gerade das mag? Ja. Soll ich mal ein paar Namen sagen? Ja. Alfred, Bernhard, Klaus. Entschuldigung, das war ja ich und nicht du. Der Fall Böse. Ach, die sind inzwischen so eine Punkband, so eine Anarcho-Punkband geworden, wusstest du das? Nein, aber kann man sich angucken. Die sind richtig scheiße. Yaya the Cat. Yaya the Cat? Yaya the Cat. Ach so, das kenne ich. Ich dachte, du sagst jetzt ja, die sind scheiße geworden. Ja, The Cat. Nein, ja, The Cat. Nein, ja. Hast du jetzt gesagt. Rod González hat eine Band, eine andere Band. Ja? La Machuraxi Chuncha oder so ähnlich. Mhm. Nicht in die Lava, bitte. Nicht vom Lava bespucken. Aber der Lavamann ist zu groß. Boah, ich kann ihn nicht töten. Nee, dann wie wäre es damit, dass du es lässt? Nicht in die Lava hüpfen, bitte. Bitte nicht in die Lava hüpfen. Hier ist noch ein Kobold, das grinst. Was ist denn? Soll ich bewegen schnell mich? Ja. Nicht in die Lava, bitte springen. Geh bitte aus der Lava raus. Ich versuche es, aber es bumst alles. Oh, der kann doch nicht für jeden von diesen Jungs... Die Lava steigt. Aber ja, dann spring doch da hoch. Nicht in die Lava springen, bitte. Spring doch da hoch! Ich heiße dich willkommen. Mich jetzt oder die Viecher? Dieses Seepferd auf zwei Beinen. Oh. Guck mal, du bist genau da. Ich hinterfrag das nicht. Das war gut. Du hast noch 47, du stirbst. Was, warum schießt du denn nicht? Ich hab den Knopf nicht gefunden. Es ist X. Man schießt auf X. Was essen wir eigentlich? Was wir essen? Ja. Wann? Wenn wir Hunger haben. Was soll ich denn jetzt machen? Ich geb dir Mühe. Der Tod ist sicher. Schieß. Schieß, tot. Oh. Ich hab nicht genug tot gebracht. Wir fangen jetzt nicht da an, wo wir angefangen haben, oder? Fangen wir jetzt da an, wo wir angefangen haben? Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Ist das da, wo wir angefangen haben? Ja. Da weiß ich auch gar nicht mehr, wo wir sind. Das ist ein Deal, liebe Fangemeinde. Dieses Video war jetzt zwar nur 1 Minute und 30 Sekunden lang, aber vielleicht reicht das für World Fame à la Helmut Kohl. Wir planen ja sowieso was World Fame-iges. Wir planen auch was mit Helmut Kohl. Ja, und zu unserem Einjährigen haben wir uns Helmut Kohl eingeladen.